bis unter Kannibalen. Tor nicht! Unerklärliche Fälle von Kannibalismus versetzen eine Großstadt in lähmende Angst. Grauenhaft verstümmelte Leichen werden aufgefunden. Die Behörden stehen vor einem Rätsel. Was steckt dahinter? Zombies unter Kannibalen. Die Spur führt in eine noch unerforschte Inselwelt, in einen kannibalischen Hexenkessel. Ich werde Ihnen das Symbol der Kito-Sekte aufzeichnen. Peter! Überall taucht das Symbol der Kito-Sekte auf, die ihrer Gottheit Menschenopfer darbringt. Zombie-Monster, die selbst die Kannibalen in panische Angst versetzen. Woher kommen sie? Zombies unter Kannibalen. O'Brien, ein geheimnisumwitterter Arzt, der auf der Insel lebt. Was für ein Spiel spielt er? Morgen früh werde ich Ihr Gehirn in einen der Körper, die Sie neben angesehen haben, transplantieren. Sie werden sterben, um in einem jüngeren Leib wieder aufzuerstehen. Und Sie selbst werden mir sagen, ob die Operation ein Erfolg war. Und was man empfindet auf dem Weg vom Leben in den Tod und wieder zurück ins Leben. Peter, da kommt so ein Monster! Können Sie Blut sehen? Haben Sie gute Nerven? Können Sie mörderische Eingriffe ertragen? Jetzt stört mich dein Gebrüll nicht mehr bei der Arbeit. Ich habe deine Stimmbänder durchtrennt. Zombies unter Kannibalen zeigt erbarmungslos, brutal und offen den Rückfall eines eingeborenen Stammes in den Kannibalismus. Er zeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie dem Wahnsinn verfallen.